Ja, wieder mal hat mich der Thomas im Haus eingefangen. Das ist nicht gut, dass man gleich im Haus arbeitet. Da kann ich so mal wieder einen Vortrag machen. Sag ich, was denn? Ja, mach mal was über deine Arbeit. Mal gut, über Verkehrsunfälle. Jetzt haben Sie es mit Sicherheit erraten. Ich bin Polizeibeamter und kann mich seinem Griff nur sehr schwer erwehren. Die Statistik, die Sie jetzt hier sehen, zeigt Leichtverletzte, Schwerverletzte, Getötete. Sie können schon erahnen, meine Aufgabe besteht darin, schwere Verkehrsunfälle aufzunehmen und zu bearbeiten. Und die Statistiken sind natürlich auch sehr wichtig für die Forschung, um Ursachen zu erkennen und dann diese dann auch vorzugehen. Die Hauptursache Nummer 1 ist und bleibt die Geschwindigkeit. Der banale Satz, ach, ich fahre nur 10 Stundenkilometer schneller, was soll da schon groß passieren, kann in gewissen Geschwindigkeitsbereichen fatale Folgen haben. Und man muss einfach daran denken, wer zu schnell fährt, gefährdet sich und andere. Eine weitere Ursache natürlich der Alkoholkonsum oder allgemeiner Konsum berauschender Mittel, die dann zur Einschränkung von Reaktionszeit, von Sichtfeld und dergleichen führen, die dann vor allem im großen oder im schweren Konsum zu schweren Verkehrsunfällen führen können. Ein neues Problem, das wir heute haben, die Handynutzung. Man glaubt, fast jeder, der das Handy hat, kann ohne das Ding nicht mehr leben. Und Sie werden nicht glauben, obwohl die Strafen ja höher worden sind, es ist wirklich erschreckend, dass auch stetig die Zahl der Handynutzung steigt. Die Risikobereitschaft, die ist ebenso eine Ursache, die oftmals zu schweren Verkehrsunfällen führen kann. Man ist bereit, sein Leben, das Leben anderer aufs Spiel zu setzen, um einfach schneller voranzukommen. Oftmals sieht man es bei vor allem Jugendfahrern, wo man denkt, die fahren ja wirklich hirnlos. Die drängeln dann, der Sicherheitsabstand wird immer geringer. Man versucht zu überholen, manchmal in Situationen wie hier dargestellt, wo man sagt, das darf doch gar nicht wahr sein, der andere ist noch gar nicht weg. Und gerade solche Ursachen führen oftmals zu sehr schweren Verkehrsunfällen. Nicht zu unterschätzen, die Übermüdung, der Sekundenschlaf, die Hektik der heutigen Zeit lässt manchmal nicht die Zeit, die man zur Regeneration braucht, vor allem im Schwerlastverkehr, die Lkw-Fahrer werden geknechtet. Man muss sich dann schon fragen, wie können die noch ihre Lenk- und Ruhezeiten einhalten und gut sie bescheißen, was dann auch wieder zu Unfällen führt. Dann natürlich die Verkehrsdichte, die man nicht außer Acht lassen darf. Und gerade bei der Verkehrsdichte kommt es oftmals zu Auffahrunfällen, die jetzt vielleicht weniger schlimm sind, aber gerade hier ist eben Aufmerksamkeit und Coolness gefordert, um eben solche Verkehrsunfälle zu vermeiden. Dann haben wir natürlich auch Risikogruppen, junge Fahrer, die, wie wir vielleicht schon gesehen haben, diese Risikobereitschaft haben, es fehlt ihnen an Fahrpraxis, dann wiederum Senioren, die vielleicht die Fahrpraxis haben, aber wo es dann wieder an der Reaktionsfähigkeit oftmals fehlt oder auch die Sicht. Dann, wie verhindern wir diese Verkehrsunfälle? Letztendlich muss sich jeder an der eigenen Nase fassen. Man sollte respektvoll miteinander umgehen, rücksichtsvoll, einfach auch mal cool fahren, nicht denken, ah, den lasse ich jetzt nicht rein. Nö, einfach mal zurückfallen lassen und sagen, okay, den lassen wir jetzt rein, um einfach nichts zu provozieren. Die Vermeidbarkeit natürlich auch von der Fahrzeugindustrie, die versucht, über die Forschung und die Fahrzeugtechnik hier vorzubeugen, zum einen mal durch sehr viele Assistenten, die versuchen, Verkehrsunfälle zu vermeiden, aber natürlich auch die Sicherung, sodass schwere oder schwerste Verletzungen vermieden werden können. Und man muss wieder bei sich sein, anfangen, Gott anlegen, natürlich nicht nur bei sich, sondern auch bei den Schwächsten, bei den Kindern und auch bei den Tieren, die mitfahren, sollte man eine Sicherung machen. Und ja, halten Sie das Bild, wie Sie wollen. Wir dulden keinen Widerspruch. Kleinstunfälle ist eigentlich das, was uns am liebsten ist. Hier passiert eigentlich am wenigsten. Es sind Unfälle, die meistens nur bei Blechschäden bleiben. Oftmals so gering, dass man es aus der eigenen Hosentasche zahlen kann und unter Umständen sogar ohne die Polizei regeln kann. Aber auch hier, wenn man die vorherigen Sicherheitsmaßnahmen nicht beachtet, kann es zu schweren Unfällen kommen. Dann die hohen Sachschäden, die passieren oftmals, da geht man dann wieder in die Unfallstelle und denkt sich, leckfett, wie hat er denn das geschafft? Also dieser Parkplatz war sicherlich ungeeignet, der eignet sich vielleicht als Diebstahlsschutz, aber
sind wir froh, dass es hier nur bei uns Sachschaden gibt. Dann kommt man oftmals an Unfälle, da stoppt einem schon der Atem. Dort sind dann Personen, die schwere Verletzungen davontragen. Das sind dann aber oftmals dann Unfälle, die Ursachen vorherziehen, wie schnelle Geschwindigkeiten, hohe Geschwindigkeiten, nicht angedeutet und dergleichen, die für uns oft, Sie haben es vorhin schon gehört, bei der Feuerwehr auch ein schlimmes Bild dann darstellen. Lebensgefährliche Verletzungen, oftmals durch Leichtsinn oder Starrsinn oder wie hier in diesem Fall durch beides. Der Starrsinn der alten Dame und der Leichtsinn des Fahrers, der eben nicht aus dem Fenster geschaut hat, hat hier wirklich zu lebensgefährlichen Verletzungen geführt. Und die letzte Steigerung für uns natürlich das Schlimmste, die tödlichen Verletzungen. Und diese sind nicht nur für die Angehörigen und für die Betroffenen nachher sehr schlimm, sondern auch für die Rettungskräfte und für uns Polizeibeamte. Denn für uns bleibt es ja nicht nur dann bei der Betreuung der Angehörigen, sondern wir müssen mit zur Leichenschau, oftmals auch zur Obduktion, die nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Und je schlimmer der Unfall, umso mehr sind wir darüber froh, wenn wir dann gute Technik haben oder auf andere Profis zurückgreifen können, wie zum Beispiel auf Helikopter, die uns dann sehr gute Aufnahmen machen, sodass wir dann das Ganze vorantreiben. Lassen Sie es auf jeden Fall mit Gemütlichkeit angehen. Schauen Sie auf sich selber, fahren Sie bewusst und egal mit welchem Vehikel, dass Sie unterwegs sind, ich wünsche Ihnen stets gute und sichere Fahrt und hoffe, dass Sie uns so wie heute nur privat sehen. Vielen Dank.